Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ich bin ja hier mal auf eine Stelle, wo man wieder gespeichert wird, damit ich auch eine Pause machen kann. Das hat doch nicht ohne Grund so geladen, oder? Hier wird es gleich ganz schön ungemütlich, glaube ich. Hinter diesem Tor in das Comstock-Haus. An das Wunderkind. Hallo, es tut mir leid, dass deine Mutter Lady Comstock tot ist. Ich glaube, sie war viel besser als meine. Da du hier wohnst, kannst du mir sagen, wieso der Turm geschlossen wurde? Erst hieß es wegen schlechtem Wetter, dann wegen der Pocken, dann weil es da spukt. Handelt sich um ihre Mutter hier. Verspreche ich, dass ich es niemandem verrate. Deine Freundin Constance. Und die steht hier in der Tür. Okay. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Hm. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Bin ich da gerade nicht schon mal hingelaufen? Naja, können wir jetzt durchrushen, ne? Hab ja hier alles abgesucht und so weiter. Das ist der Friedhof, wo meine Mutter. Also, das ist doch nicht diese Test, wie ich jetzt gedacht habe, sondern das ist ihre Mutter. So, okay. Trotzdem merkwürdig, dass dann zwei Gräben. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Ich weiß, wo wir hin müssen. Das hat plötzlich einen Riss. Okay. Schloss. Elizabeth! Bitte sehr. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Hm. Okay. Ja, das ist storymäßig ganz schön krass, das Spiel. Aber krass gut. Ich find's nach wie vor eine Bombe. Elizabeth. Wie ich es seinerzeit gespielt habe und jetzt auch. Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Du bist einem falschen Hirten gefolgt und er führte dich auf Abwege. Was ich tue, tue ich aus Liebe. Welcher Löwe zittert nicht, wenn sein Junges leidet? Aber Strafe muss sein. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann vielleicht auf deine Mutter. Alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth,
Warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Tja. Jetzt wird's ungemütlich. Hüpfen und laufen und straven und keine Ahnung was. Wo ist er? Was ist sie? Was bin ich? Los! Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock. Und in ihr eigenes Grab zu kramen. Sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Jo. Jetzt wird's richtig strange, ja. Wo sind denn jetzt ihre Fußspuren? Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Sarkastisch. Irgendetwas? Okay. Stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber... Ja, jetzt kann ich hier lang gehen. Das ist ja interessant. Ich glaube, sie es war. Ja, dann gucken wir uns hier mal um. Mach so Zeit zum Üben. Da gibt's hier nicht viel. Verkaufsautomat. Munition für Schrotflinte. Ja, da können wir durchaus was gebrauchen. Oh, dann. Du hast was gefunden. Sich dann aber komisch zurückdrehen, ne? Das ist nicht so geil.
mir nicht immer vor die Füße. Ich muss. Ach ja. War nicht cool. Ich denke nicht. Ich soll da sogar hin. Erledigt. Also gucke ich doch vorher noch mal hier so ein bisschen rum. Dass ich was verpasse. Da kamen wir von hier. Kamen wir von hier, ne? Ja, gut. Hm. Ist aber bescheuert aufgebaut teilweise. Soll sich denn da zurechtfinden? Kannst du dir das mal ansehen? Hm. Ja, machen wir erstmal da auf. Bitte sehr. Jo, denn? Guck mal, ob keiner guckt hier. Ah, verwüstete Bühne hier. Credits. Die Reichweite von Nahkampfangriffen wird um dreifach erhöht. Aha. Naja. Deswegen nehmen wir alles mit. Oh, hier sollen wir jetzt erstmal rein. Okay. Hm? Machen wir das mal. Tests. Okay. Da liegt noch ein Lockpick rum. Hello. Ich mach mich hier erstmal umgucken. Bevor ich da hingehe, wo der Pfeil ihn zeigt, mir noch unten nach. Ich frage mich. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Da wäre wohl Elton. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Mhm. Na gut, komm, dann... Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge.
Komm und hol mir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril. Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollte. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Ich habe gerade gespeichert, ne? Mal zurück ins Menü und überprüfen das mal und dann kann ich erstmal eine Pause machen. So, wie sieht's denn aus? Wo hüpfen wir denn hin, wenn wir weiterspielen? Ich hoffe, das hat jetzt auch wirklich an der Stelle gespeichert. Werden wir gleich sehen, ne? Oh, das sieht gut aus. Ein Testlaboratorium. Nicht meine Eltern. Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut. Oder besser.